Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Es ist Herbstzeit, es ist Gräserzeit. Die Gräser sind wunderschön, aber es wird auch wirklich Zeit, eine tolle herbstliche und winterliche Idee zu entwickeln, was man mit diesen Gräsern Schönes machen kann. So schön sieht der Holzstapel bzw. die Weinkiste bei Dunkelheit aus und das ist immer so ein toller, glänzender Mittelpunkt. Hier hat sich ein Weinlaub verirrt, was eigentlich ganz toll aussieht, so illuminiert. Und ich darf euch sagen, die Lösung waren 121 Holzscheite und gewonnen haben die, Moment, jetzt muss ich erstmal lesen, die Marie, die Verena, die Silke und die Heidrun. Wobei die Heidrun ist die Siegerin der Herzen, weil es waren jetzt 4 und das machen wir auch so, obwohl nur die besten 3 was bekommen sollten. Und es sind dann jetzt 4, weil die Heidrun hat gesagt, gib doch bitte einer Mama, die in den Laden kommt, die Lichterkette und gib ihr den Gewinn und schick's nicht an mich. Das fand ich eine super tolle Geste, liebe Heidrun, und das wollte ich doch extra im Video erwähnt haben. Das, ja, du bist die Siegerin der Herzen und ich schreibe euch alle nochmal an in den Kommentaren und dann könnt ihr mir ja die anderen die Versandanschrift nennen. Aber vielen Dank für die Beteiligung an alle. Es war mega und es hat total Spaß gemacht, auch mir. So, also es gibt jetzt hier so tolle Zebragräser. Es ist toll, diese Maserungen. Und es gibt natürlich auch schönen China-Schilf. Der hat jetzt nicht diese Musterung, haben aber ganz tolle Blüten, ja, diese Gräser. Und sobald jetzt Regen kommt und auch irgendwann Schnee, dann liegen die ja auf dem Boden. Und das ist eigentlich total schade. Und da kam mir doch so eine schöne Idee, was ich mit denen Tolles machen könnte, damit ich die sowohl im Herbst als auch im Winter schön dekorieren kann. Und daraus folgt auch meine heutige Deko-Idee, ihr Lieben. Und ich mache mich jetzt gleich mal ans Werk. Ich bin alleine. Ich stelle jetzt die Kamera hin und dann zeige ich euch mal, ja, wie ich die für den Winter schön verpacke. So, ich zeige euch jetzt nochmal, was ich hier so gemacht habe. Hier seht ihr also so schön diese, ja, wie so Wichtel stehen die eigentlich, diese schönen Büschel. Und je breiter die Bindestelle ist, hier sieht man auch, wie hübsch das aussieht, wenn die Bindestelle breit ist. Ja, hier war es natürlich so dick, da kam ich nicht so oft rum. Aber hier ist die zum Beispiel jetzt mal so richtig schön gewickelt mit einer tollen, ja, schönen Sisal-Schnur, mit einer dicken Schnur. Und so stehen die jetzt also auch für den Winter fix und fertig wie die Wichtel. Die muss ich noch machen. Hier ist noch ein bisschen Chaos. Aber und da kommt jetzt nachher gleich, wenn es dunkel ist, auf meinem Heimweg vom Laden, zeige ich dann nochmal die, ja, die Deko-Idee für Herbst, für Winter. Das ist jetzt also eine richtig schöne Idee für die dunkle Jahreszeit. Aber jetzt muss ich erstmal in den Laden, also nein, erstmal fertig machen, dann in den Laden. Und dann muss ich nochmal die Idee für den Winter vorbereiten. Also bis gleich, ihr Lieben. Ich bin jetzt extra noch mal abends hierher gekommen,
Und gut ist ja nicht gut genug, weil mein Ansatz ist noch, tagsüber sieht das natürlich irre aus und abends wirkt es dann noch viel schöner mit einer Lichterkette mit Timer. Und da habe ich hier diese Wicklung einfach mit der Lichterkette mit Schnur umwickelt und habe das Ganze hinten mit einem Filzsäckchen befestigt, was ihr so von mir kennt, aber da verlinke ich euch noch ein Video dazu. Thank you.